Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin Informant Show 447 heute am 14. September. Wir sprechen über die Blockchain Association aus Washington, über den BitPay CCO, der sagt, Altcoins sind tot. Und Mike Novogratz, der Galaxy Digital CEO, der sagt, Bitcoin hat sein Tief für dieses Jahr erreicht. Und wir gucken auf den Preis, das sieht vielleicht schon ein bisschen besser aus. 6.544, ja, also gestern ungefähr 200 Dollar mal wieder hochgegangen in den letzten 24 Stunden, ganz gutes Zeichen. Du siehst ja auch, der Bitcoin leuchtet grün hinter mir. Und ja, spannend, was gerade passiert. Jetzt gucken wir mal nach Washington, denn in Washington wurde eine Lobbygruppe für Kryptowährungen und Blockchain gegründet. Die Gruppe, ja, das sind Vertreter von Coinbase, Circle und Konsorten, die möchten Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden beraten, ja, um halt dann die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Ja, in der EU ist das noch nicht ganz so weit. Die EU ist sich zwar einig, dass man eine europäische Regulierung braucht oder dass es auf jeden Fall Sinn macht. Eine Lösung ist zwar jetzt noch nicht in Sicht. Ja, man erkennt zwar ICOs und Kryptowährungen als Wachstumsmarkt an, aber bis da jetzt wirklich was rauskommt, ja, das sei dahingestellt. Die EU ist ja letztendlich für mich auch ein echt sinnfreies Konstrukt. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, soweit ich das gestern gelesen habe, wurde dieser umstrittene Upload-Filter durchgewunken. Das heißt, ja, in Zukunft kann man nicht mehr einfach so Sachen ins Internet laden, sondern die laufen durch einen Upload-Filter und sollten die gegen Copyright verstoßen, werden die direkt gesperrt. Also Zensur in Europa, ja, mal gucken, wie das jetzt wirklich in der Praxis aussieht, aber kein gutes Zeichen. Deswegen mache ich mir auch nicht so große Hoffnung, dass die EU da irgendwie gute Entscheidungen bezüglich Kryptos trifft. Aber na, gehen wir mal zurück nach Amerika, ja. Diese Gruppe, diese Lobby will da jetzt einfach die Regierung unterstützen, sinnvoller zu regulieren und wahrscheinlich wird die EU dann auch Hilfestellung aus den USA bekommen, ja, und das Interessante ist halt, ja, dass die wirklich Einfluss nehmen wollen auf das Ganze. Inwiefern das letztendlich klappt, das wird sich zeigen. Ja, und sie wollen wirklich mit dem System arbeiten und es nicht umgehen, ja, sondern sie wollen mit den Regeln spielen. Zu den ersten Prioritäten gehört da die Behandlung von Kryptowährungen nach US-Steuernrecht. Juhu, Steuern, ja, das ist in den USA ein sehr großes Problem, was Kryptos angeht. Dann Anti-Geldwäsche, Know-Your-Customer-Regelungen. Und sie schreiben hier, die Blockchain Association ist ein Versuch, die herausragenden Unternehmen im Raum zusammenzubringen, damit sie wissen, dass sie die Regulierung begrüßen, wenn sie angebracht ist, ja. Und sie schreiben weiter, wir sind keine Firmen, die das System umgehen wollen, sondern versuchen, ein Rechts- und Regulierungssystem zu entwickeln, das die Zeit überdauert. Ganz klar, wenn da klare Regeln sind, werden die großen Institutionen auch reinkommen. Und das ist etwas, was sich eh abzeichnet in den nächsten Jahren. Und wenn wir jetzt mal gucken, was der Chief Commercial Officer von BitPay gesagt hat, also ein globaler Crypto-Payment-Prozessor, ja, da kannst du halt deine Kryptos annehmen, ja, er glaubt, Altcoins werden nie wieder ihr Hoch erreichen, ja, und Bitcoin wird einen Rebound machen in 2019, das sagt der CCO von BitPay, Sonny Singh, ja, und der Bitcoin Rebound, der wird 2019 passieren, und er sagt, es braucht irgendwie einen Defining Moment, einen Katalyst, ja, und er glaubt, ja, dass dieser Defining Moment dann, ja, die Institutionen wie Goldman Sachs oder BlackRock auf, ja, in das Ökosystem reinspült. Das wird 2019 der Fall sein, sagt er, ja. Und ja, dann erst wird der Bitcoin-Preis ja wieder richtig hochgehen. Er sagt, die Altcoins, ja, die werden keines ihrer Allzeithochs mehr erreichen, weil aus dem einfachen Grund die großen Institutionen, sei es jetzt Fidelity, BlackRock oder Goldman, ja, die werden keine Altcoin-Produkte launchen, sondern natürlich Bitcoin-Produkte, und das wird natürlich den Bitcoin-Preis beflügeln und nicht den, ja, den Altcoin-Markt. Ja, ich bin dann gespannt, wie es da aussieht. Ich kann mir, für mich ist ganz klar, wenn der Bitcoin wieder nach oben schießt, werden Leute die Gewinne von Bitcoin auch wieder in Altcoins parken, ja, also Altcoins abzuschreiben. Ja, also ganz schwierige Aussage, finde ich. Was glaubst du, kann man die Altcoins schon abschreiben oder werden die uns noch ein bisschen länger begleiten?
Ja, würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Ja, dann gucken wir mal, was Mike Novogratz sagt, der Founder und CEO von der Crypto-Investment-Firma Galaxy Digital Capital Management. Er hat gesagt gestern, Bitcoin hat ein Tief erreicht. Wir haben, der Bottom ist in, ja, und das macht er anhand von seinem Galaxy Crypto Index klar, der einfach die Performance der größten Kryptowährungen in US-Dollar misst, und er sagt, wir haben das Tief jetzt erreicht, und er glaubt halt, dass es jetzt in den nächsten 2-3 Jahren wirklich hochgeht, große Institutionen auch reinkommen, ja, sowas wie der BitPay-CEO auch sieht. Mike Novogratz kommt ja selber, ist ein Wall Street-Typ, also er berät halt Firmen und so weiter und so fort. Er glaubt aber, die Massenadoption, die wird wahrscheinlich erst in 5 Jahren oder später wirklich passieren, ja, und erstmal werden die Institutionen reinkommen und wir Geld in den Markt reinspülen. Galaxy Digital hat jetzt auch ihre Zahlen veröffentlicht für 2018, haben 134 Millionen Miese gemacht, 85,5 Millionen Miese auf Digital Assets, ja, auf jeden Fall gehören sie zu den großen Digital Assets und Investment Firmen. Sehr interessant, ja, dass sie ja auch gut im Minus sind, aber ist kein Wunder bei dem aktuellen Markt, ja, wir sehen ja seit fast 9 Monaten geht's bergab. Ja, ich bin gespannt, glaubst du auch, ist das Tief erreicht für den Bitcoin oder geht's nochmal weiter runter? Freue mich auf deinen Kommentar. Ja, guck mal zum Schluss nochmal auf die Marktkapitalisierung, die liegt jetzt bei 203 Milliarden. Bitcoin Dominance bei 55,7%, Trading Volumen 14 Milliarden. Die Top 20, die leuchten immer noch grün. Einzig allein Dogecoin hat ein leichtes Minus, aber Leute, Dogecoin, ja, die Kryptowährung, die als ein Joke gedacht war, hat sich ja in den letzten Wochen wirklich als das beste Investment rausgestellt. Während alle anderen abgekackt sind, hat Dogecoin ja sich behaupten können, steht aktuell auf Platz 20. Aber naja, gut. Ethereum hat gestern so die Altcoin Rally fett beflügelt. Ethereum stand ja, ich glaube, bei 170 Dollar, als es vor einem Tag, 2 Tagen unten war. Jetzt stehen wir wieder bei 217 Dollar, 15% Kursplus wieder zu gestern. EOS 9% Kursplus bei 5,43 Dollar. Monero 8% Kursplus, 115 Dollar. Also es geht wieder hoch. Sehr spannend. Top-Gewinner zu gestern ist R-Chain mit 40% Kursplus. Top-Verlierer ist EmmaCoin, 15% Minus. Also fette Möglichkeiten für die Trader unter euch. Ja, wer Altcoin-Trading mag, da kann man viel Geld gewinnen oder viel Geld verlieren. Beides ist möglich. Ja, damit bin ich raus. Die Woche ist schon wieder um. Und ja, ich kann nichts weiteres sagen als vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Und du weißt Bescheid, ne? Teile dieses Video mit den Menschen, die sich auch fürs Thema Bitcoin und Krypto-News interessieren oder interessieren sollten. Wir sehen uns Montag. Bis dahin, wie immer, mach es gut, schwenk den Hut. Der zweite Force of Evil im Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!